Das ist schon ein bisschen schade. 30. Ausgabe, Rico, und wir sitzen hier zu zweit, allein. uns unsere Freunde im Stich gelassen haben. Das ist schon. Das ist einfach miese Penner. Was, einen Kuchen hätten sie schicken können. Das bedeutet mit mehr als mein 18. Geburtstag und dann sowas. Ja, dann lass uns über die Justice League sprechen. Warner Bros. Lädt Journalisten und Blogger ans Set nach London ein. Ja? Uns haben sie nicht eingeladen. Schweinerei. Und weißt du, warum? Wegen Henning. Wie? Das könnte der wahre Grund sein, aber ich glaube, offensichtlich war es, dass wir einfach zu nett zu Batman wie Superman waren. Weil hauptsächlich haben sie auch Blogger sich ans Set geholt, die sehr, sehr kritisch waren. Es wurde ja die letzte Zeit sehr, sehr ruhig um die Justice League. Wir haben weder ein offizielles Statement bekommen, dass es jetzt losgeht mit den Dreharbeiten. Wir haben auch keine offiziellen News mehr bekommen, was die Besetzung angeht. Wir haben kaum Bilder vom Set. Wir haben ein paar ja, Twitter-Bilder von den Schauspielern gesehen oder sowas. Aber es wurde verdächtig ruhig, verdächtig ruhig. Und dann letzte Woche hieß es, okay, es sind ein paar Journalisten und Blogger eben auf den Weg von den USA an das Set und unter anderem sehr kritische Blogger, ja, wie zum Beispiel von Birth Movie Death, die an Batman wie Superman überhaupt kein gutes Haar gelassen haben und durften da dann einen kompletten Produktionstag verbringen. 8 Stunden waren sie da am Set. Ja, beneidenswert. Wäre ich gern mit dabei gewesen. Vor allem wären unsere Flugtickets viel billiger gewesen. Das glaube ich auch. Wir hätten auch, also ich wäre auch nicht mit einer Fähre gefahren. Ich wäre auch mit meiner Drohne rübergeflogen. Ja gut, aber letztendlich konnte man uns jetzt an diesen ganzen Berichten ergötzen, die rauskamen gestern. Und es gab auch kein richtiges Embargo. Also normalerweise gibt es solche Setbesuche ja öfters. Da darf man die Schauspieler interviewen, man darf sich so ein bisschen am Set umsehen und sowas. Aber diese Berichte dürfen dann eigentlich nicht bis kurz vor dem Filmstart dann eben veröffentlicht werden. Und hier haben sie gesagt, nee. Herrschaften, schreibt eure Berichte und bringt das Ganze dann eben am Dienstag raus. Und so war es dann letztendlich auch. Und wir haben uns da mal so ein bisschen durchgewühlt durch all die Informationen, die jetzt eben von den verschiedenen Webseiten dann eben kamen. Gab ja einige Setberichte per Video, vieles wurde geschrieben. Hier und da gab es immer Informationen, die der eine und der andere nicht hatte. Ich glaube, das können wir auch alles nicht komplett abdecken. Aber wir wollen mal so ein bisschen durchgehen, wie es die Herrschaften vor Ort erlebt haben. Also als er dann in London dann eben in dem Studio ankam, wurden sie erstmal in den sogenannten War Room geführt. Also ein War Room muss man sich in etwa so vorstellen, dass das eine Art Arbeitsraum ist, in dem sich all die Ideen, Konzepte, Vorschläge, Artworks und so weiter befinden. Die hängen da meistens an der Wand und Ja, ein War Room ist ja auch so, was man vielleicht, um es ein bisschen deutlicher den Zuhörern zu machen, ist ja wie so ein, was man von allen möglichen Kriegsfilmen kennt, so ein Raum, wahrscheinlich unterhalb des Weißen Hauses, wo dann der Präsident und sein Stab dann den Krieg plant oder dann sich überlegt, den roten Knopf, um Atomkrieg zu starten. Und bei Filmen ist es dann halt so ein bisschen, man kann halt, also ich glaube, für die Blogger war es eher wie so eine Easter Egg-Jagd dann das Ganze. ja, weil der komplette Raum ja auch gefüllt war, eben mit Konzeptzeichnungen, mit Artworks, die alle noch 2015 datiert waren, hieß es. Also nicht alles, was man da in diesem Style und diesem Look dann eben auch gesehen hat, muss dann auch eins zu eins dann eben so sich dann im Film wiederfinden. Wir kennen es ja auch von den Artbooks, da sind viele Artworks mit dabei, die man so letztendlich nicht im Film gesehen hat. Aber sie meinten zumindest, man könnte sich durch das, was sie gesehen haben, schon so die erste Hälfte des Films zusammenbauen. Und diese erste Hälfte des Films, die würde sich eben hauptsächlich mit Batman und Wonder Woman beschäftigen, die sich auf den Weg machen, eben die Justice League zu akquirieren. Also eigentlich, ja, der Zeitpunkt, wo wir bei Batman wie Superman ausgestiegen sind. Ein halbes Jahr später soll der Film spielen. Und ja, was gab es noch zu sehen? Also Also erstmal, um auf Batman zu kommen. Wir haben die verschiedenen Fahrzeuge von Batman gesehen.
einmal den Flying Fox, den Flughund, wie wir ihn jetzt nur noch nennen werden innerhalb des Podcasts. Der ist so ein bisschen, ja, der quasi wahrscheinlich dann so die mobile Einsatzzentrale der Justice League sein wird, so wie ich es verstehe. Also da hat es Platz für das Batmobil. Und es sollte dreistöckig sein und scheinbar massive. Das andere Fahrzeug wäre noch der Nightcrawler, wo ich mir noch nichts drunter vorstellen kann. Ja, Nightcrawler geschrieben mit K, also wie der Ritter, wieder ein kleines Wortspiel. Und dieses Ding, ja, du sagst schon, man kann sich es nicht wirklich vorstellen. Es wird immer so beschrieben wie ein spinnenartiges Fahrzeug, was dann eben auf so Tentakeln sich fortbewegt. Ach so. Soll von Thomas Wayne produziert worden sein fürs Militär. Also die Technologie wahrscheinlich, also denke ich mal. Ja. Und ist ausgestattet mit einem Flammenwerfer. Man hat eine Produktionszeichnung gesehen, wie ein Parademon von einem Flammenwerfer erfasst wurde. Und angeblich soll auch Alfred mit am Steuer sitzen und ja, sich praktisch so mit in den Film einbringen. Aber wie gesagt, das sind alles Konzeptzeichnungen, die nicht unbedingt so auch dann im Film vorkommen müssen. Vor allem, was gerade wie du sagst, mit Alfred, das hat man auch schon in Batman wie Superman gesehen. Also ich glaube nicht, dass er dann in dem Cockpit von dem Ding sitzen wird, sondern dass er halt daheim dann sitzt irgendwo in seinem und als dieses Ding wie eine Drohne steuern wird dann. Was ja auch ganz cool eigentlich war. Aber scheinbar soll er riesig sein und auch aussehen optisch wie das Batmobil, bloß anstatt halt Räder Tentakeln haben. Weil du gerade das Batmobil erwähnst, das kommt wieder vor. Wir sehen eigentlich ja, mehr oder weniger das gleiche Batmobil wie aus Batman wie Superman, nur ja, ein bisschen optimiert. Ja, was heißt optimiert? Also ich habe ja die Theorie gehegt oder habe die Theorie vertreten, dass Batman die Waffen abbaut und weniger Waffen haben wird. Aber Batman macht genau das Gegenteil. Batman baut mehr Waffen drin. Aber er kämpft ja gegen Parademons, nicht mehr gegen Menschen. Was man sehen kann, ist, dass er vorne anstatt Maschinengewehr gibt es jetzt Raketenwerfer. Hinten an den Kotflügeln hat es auch nochmal Raketenwerfer und scheinbar so noch zwei Maschinengewehre gebaut werden. Und allgemein wirkt so, als ob so ein Upgrade bekommen hat, so ein bisschen. Genauso, du hast es verglichen, das ist wie in einem Videospiel. Ja, wie wenn man halt einfach das nächste Level freigeschalten hat und er nochmal wie so einen Kasten oben drauf bekommt. Ja, also die Panzerung scheint verstärkt zu sein. Man kann auch bei der Einöffnung des Cockpits sehen, dass hier nochmal eben so eine Art Gitter davor platziert wurde. Also er scheint für einen Krieg auf jeden Fall gewappnet zu sein. Ja, in dem Fall, wie gesagt, gegen Parademons. Beziehungsweise, was sich eben damit dann eben auch bestätigt, Steppenwolf wird der große Gegner in dem Film sein. Wie findest du das mit Steppenwolf? Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich kenne die Figur per se nicht. Also ich habe mit der nicht wirklich eine Verbindung. Die Frage ist eher so, was hält die Allgemeinheit von so einem Gegner, ne? Also nehmen wir mal den Joker oder Lex Luthor oder sowas. Damit kann die Allgemeinheit was anfangen. Steppenwolf dürfte dem meisten nichts sagen. Wobei ich mal denke, wenn man mal so zu Marvel rüberschielt, dann dürfte auch den meisten Leuten Loki nichts gesagt haben. Und der kam ja auch da recht gut an. Und Ultron und auch was alles in den Comics große Gegner waren und dann halt später nicht mehr. Ich glaube, das kommt auch viel mehr drauf an, wie die Figur eingebaut wird im Film und auch, ob sie gut mit Loki haben sie halt einen guten Griff gehabt, weil der halt auch sehr Joker-ähnlich war, also auch charismatisch war und trotzdem und auch schon einen Film vorher gehabt hat. Aber auch da wird es einfach stehen und fallen, ob es ein Wegwerfgegner ist, ob man sich danach fragt, warum oder ob es auch Sinn hat. Also ich meine, wir haben jetzt auch schon Doomsday gesehen und danach war auch keiner glücklicher oder unglücklicher, dass wir Doomsday schon gesehen hatten. Das stimmt. Steppenwolf selber wurde schauspielerisch noch nicht besetzt. Wenn ich es richtig verstanden haben soll, laufen da noch die Vertragsverhandlungen, was so ein bisschen impliziert, dass man hier anscheinend einen etwas schwergewichtigeren Schauspieler sucht, also jemand, mit dem man namentlich gut werben kann, oder zumindest jemand, der schauspielerisch was drauf hat. Oder halt eine gute Stimme hat, weil Ja. ja, das wollte ich gerade sagen. Das denke mal, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Stimme rüberkommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass der viel am Computer entstehen wird. Gerade wenn man auch so das Bild sieht, oder wie man kann ja diese Deleted Scene schon sehen, wie er zumindest in dieser Projektion aussieht. Und da wirkt er nicht so wie in den Comics, dass er ein menschliches Gesicht hat schon mal. Deshalb würde ich jetzt eher denken, dass er komplett computeranimiert ist. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Von den Parademonen hat man auch ein paar Konzeptzeichnungen gesehen. Also die ähnelten schon sehr den Parademons, die wir schon gesehen haben in Batman wie Superman in der Nightmare-Sequenz. Ich glaube, da wird es jetzt nicht so große Überraschungen geben. Wir haben über die Story gesprochen.
einerseits haben wir von Warner Bros. Selber dann auch eine offizielle Story-Beschreibung bekommen, also ein Kurzinhalt. Ich glaube, den können wir hier mal kurz zitieren. Von dem wiedergefundenen Glauben an die Menschheit gestärkt und inspiriert von Supermans selbstloser Aufopferung benötigt Bruce Wayne die Hilfe seiner neuen Verbündeten, Diana Prince, um einen noch größeren Gegner zu bekämpfen. Zusammen gelingt es Batman und Wonder Woman schnell ein Team aus Metawesen zu formieren, die sich dieser neu erwachten Bedrohung entgegenstellt. Doch trotz der Zusammenstellung dieser beispiellosen Liga an Helden, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash, mag es vielleicht schon zu spät sein, den Planeten vor einem Angriff katastrophalen Ausmaßes zu bewahren. Ja. Cool. Klingt erstmal wie so ein Plot, den man sich für so einen Film vorstellt. Also wenn das sagt, wirklich was Neues erfahren wir nicht. Nicht Das wirklich? Einzige, was wir erfahren, ist, dass Superman kein Teil davon ist. Genau, zumindest hier wieder noch nicht aufgezählt. Fehlt uns sonst noch jemand in der Liste? Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Flash? Naja, die anderen Mitglieder Justice League, die es halt noch so gibt, also Green Lantern, Shazam, aber die sind auch alle nicht gecastet worden, da gibt es ja alle zu denen noch nichts. Also Ja, die Martian Manhunter vermisse ich immer noch, Green aber Lantern. muss ja steigerungsfähig sein. Ja, es können ja noch neue Leute dazukommen. Die müssen doch irgendwann noch ihren Turm da im Weltraum bauen. Und da brauchen sie auch noch Leute, die da helfen. Was eher interessant ist, ist jetzt, dass die Geschichte wahrscheinlich nicht so anfangen wird, sondern dass die Geschichte ein paar tausend Jahre vorher anfangen wird. Genau, da wird es so einen Arc-Prolog geben, wie wir ihn aus Herr der Ringe kennen, in dem, man nennt es History Lesson, also eine Geschichtsstunde, in der der MacGuffin vorgestellt wird, also das Objekt, nach dem im Film gejagt wird, also so der Ausgangspunkt für die Story. Und da geht es um diese Motherboxen. Ja, das ist was mich so ein bisschen, wo ich noch nicht weiß, wie ich dahin soll, aber was mich zum Beispiel, wenn wir jetzt auch wieder gerade zu der Konkurrenz gehen, wenn es auch nicht wirklich die Konkurrenz ist, aber diese Suche nach den Infinity-Steinen, dass immer irgendwo einer auftaucht, das finde ich schon ein bisschen mühselig. Na gut, hier haben wir es nur mit drei, Gott sei Dank, zu tun. Trotzdem weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, so ganz, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch so ein bisschen müßig finde dann, dass dann halt so das ganze Team dann jagt, dann wie so eine Schnitzeljagd. Das kann cool sein, aber ich, so wie wir es auch schon in Batman wie Superman gesehen haben, hat ja der hier, wie heißt er, der Steppenwolf schon alle drei. Oder er zeigt halt Lex Luthor, welche drei er suchen muss. Oder Das es könnte waren natürlich auch Sinn. ursprünglich seine drei. Weil das war ja eine Projektion, das war, ist ja eine Geschichtserzählung des Raumschiffes gewesen. Also denke ich mal nicht, dass das jetzt irgendwie eine Live-Übertragung von Steppenwolf war. Ah, okay, gut. So ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht dran gedacht. Aber ja, klar, kann natürlich auch sein. So, jetzt haben wir drei Motherboxen. Die wurden anscheinend vor Jahrhunderten auf der Erde verteilt. Und an wen ging was? Okay, jetzt komme ich in Farben wahrscheinlich durcheinander. Also was generell kann man sagen, dass die Motherboxen immer so ein bisschen wahrscheinlich durch die Zeit dem Stamm, der sie bekommen hat, angepasst wurden. Und bekommen haben einmal die Amazonen haben eine bekommen, die Atlanta haben eine bekommen und die Menschen haben eine bekommen. Soweit stimmt's, soweit so gut. Soweit, so gut. Und jetzt ist aber halt noch generell die Frage, was sind denn diese Motherboxen? Hochtechnologische Infinity-Steine. Ja, technisch und auch ein bisschen magisch sein sollen, oder? Auf jeden So Fall haben sie eine. mehrere Funktionen. Also ich glaube, die bekannteste ist, dass sie wie so Schallröhren funktionieren, um zwischen Dimensionen hin und her zu reisen. Das ist zum Beispiel eine der großen Fähigkeiten dieser Boxen. Also sie sind in der Comicgeschichte immer ausschweifender geworden, was die Motherboxen angeht und deren Fähigkeiten. Naja, auf jeden Fall, was sie auf jeden Fall machen werden, wo wir auch schon mal sicher sein können in dem Film, sie geben Cyborg den Körper. Und die Quelle quasi der Kraft von Cyborg ist eine Motherbox. Genau, das konnte man schon in Batman wie Superman sehen, in einer der E-Mail-Dateien Naja, der in der Dropbox-Ordner. Dropbox. Ja, und das würde das, ich denke mal, das halt dann für eine klassische Schnitzeljagd sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob man in dem ersten Film alle drei, die Jagd auf alle drei Motherboxen sehen wird, weil im Prinzip sind ja zwei sicher. Eines ist ja auf der Insel von der Amazon, dessen Name kein Mensch aussprechen kann. Die andere ist in Atlantis. Und da denke ich mal, dass dann die Jagd halt hingeben und dass so dann vielleicht auch Aquaman ins Spiel kommt, dass vielleicht schon, keine Ahnung, Steppenwolf ein oder zwei hat. Also eine auf jeden Fall, schätze ich mal. Und dass dann sie so halt dann irgendwie Aquaman mit ins Team bringen, weil dann Ja. die geklaut wird und dann vielleicht jemand befreundetes William Dafoe oder so stirbt und er deswegen dann auf den Plan gerufen wird.
Wir haben ja schon gesagt oder schon gehört oder zumindest aus der Synopsis erfahren, dass sich Batman und Wonder Woman eben auf den Weg machen, eben dieses Team zusammenzustellen. Und es soll halt auch nicht so wirklich rundlaufen. Also einerseits eben aufgrund der Persönlichkeit von Batman, dass er eben mit Menschen nicht so gut kann und dementsprechend die Menschen auch falsch angeht, um sie eben ins Team zu holen und genauso andersrum. Und wie wir ja später erfahren, dadurch, dass ja die Journalisten bei einem Dreh von Szenen mit dabei sein konnten oder schon fertige Szenen sehen konnten, dass ja zumindest Aquaman sich anscheinend so ein bisschen sperrt, sage ich mal so. Also ich glaube, Aquaman wird einer der schwierigsten Kandidaten sein, ihn ins Team zu holen. Und ich kann mir vorstellen, eben weil er oder sein Volk auch im Besitz einer dieser Motherboxen eben ist, dass es recht lang dauert, bis er dann auch merkt, okay, diese ganze Geschichte läuft auf dem Ruder, es betrifft auch mich. Ich steige da auch mit ein in die Justice League. Widerwillig, aber ich steige mit ein. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen der Bogen gezogen wird zu Man of Steel vielleicht. Dass ja auch viel gerade im Indischen Ozean passiert, mit diesem Weltenwandler. Und da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen Unmut von Aquaman erstmal da sein könnte. Das war ein Story-Element, was wir schon für Batman wie Superman vermutet hatten, dass das so seine Konsequenzen irgendwie nach sich ziehen wird. Mal gucken, ob das auch tatsächlich dann zum Thema wird. Apropos zum Thema werden, Superman. Tja, wo passt der jetzt hier noch mit rein in diese Geschichte? Das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, ist mehr oder weniger sein Leichnam aus Batman wie Superman. Spoiler. Ja. Und dass sich noch die Erde bewegt, also auf jeden Fall auf seinem, ja, auf Sag. seinem Sarg, genau. Das war ja so das Anzeichen dafür, Superman lebt noch. Justice League spielt ein halbes Jahr später, also scheint sich seine Regeneration entweder wirklich sehr, sehr in die Länge zu ziehen, Molekül für Molekül, oder deine Theorie war, Dass er vielleicht erstmal ein bisschen sich selber finden muss. Beziehungsweise, es könnte ja verschiedene Sachen sein, aber ich denke mal, dass er wahrscheinlich erstmal ein bisschen gegen Ende des Films wiederkommt. Und dann halt zu so sagen, Bitches, I'm back. Und dann lacht und dann den Tag rettet. Oder gar nicht im Film auftaucht, sondern also wirklich erst so in der, dann quasi nach, als er die richtige Bedrohung kommt, zu Vorschein oder wieder zurückkommt. also ich kann mir vorstellen, dass er nicht komplett rausgenommen wird aus dem Film, also dass wir ihn überhaupt nicht sehen. Er ist halt einfach zu wichtig als DC-Figur. Er ist eine der Gründungsfiguren der Justice League, ist der Superheld schlechthin. Und ich denke, sie müssen in dem Film, weil hier geht es ja auch teilweise um Schadensbegrenzung, zeigen, was man mit Superman machen kann. Das, was sie jetzt 2 Filme lang, sagen wir mal, verpasst haben, zu machen. Es kann auch sein, dass er erstmal zu Lois geht und mit ihr halt erstmal ein bisschen Zeit verbringen möchte, weil sie wird ja auch ziemlich am Boden sein, schätze ich mal. Oder sieht man auch in Batman wie Superman. Und Ja. das, so wird es ja da wahrscheinlich dann auch, also. Oder er wird halt gefangen genommen, dass halt das Militär seinen Körper in Gewahrsam nimmt. Lois wird auch Teil des Films sein, so als Zwischeninfo. Also ist auch mit dabei. Zu Superman vielleicht noch. Es hieß, er könnte mit einer längeren Frisur zurückkommen, so wie wir es ja dann auch aus den Comics der 90er Jahre dann kennen. Nach seinem Tod kam er ja dann zurück mit dieser, ja. Lang tolle. Die Genau, mit der Rambo-Rolle, tolle. Frage ist halt, ob das Cavills Haaransatz noch mitmacht bis dahin. Oder ob wir dann nicht irgendwann glatzköpfigen Superman kriegen. Das wird von der Brust übernommen und einfach in die Haare geklebt. Das wird schon irgendwie gehen. Und ich meine, sie haben die Perücke von Lex Luthor ja auch so perfekt hinbekommen. Ich freue mich jetzt schon auf das Ergebnis. Ja. Haare können sie. Ja, nicht. Ja, der weiter wird es dann, denke ich mal, gehen mit der, wie wer wen akquiriert oder wer wen rekrutiert, oder? Genau, wir wissen, dass Batman auf jeden Fall Flash akquiriert. Und das soll wahrscheinlich so, also das konnten die Blogger auch schon sehen, die Szene. So, also das Genau. Letzte, was sie gesehen haben. Und die waren alle begeistert von dem Humor, der da gezeigt wurde. Wonder Woman wird sich Cyborg anscheinend annehmen, weil auch da bei der Szene, die gedreht wurde, eben Wonder Woman dem plötzlich auftauchenden Cyborg zulächelt. Also anscheinend haben die zwei eine Connection. Also wird sie versucht haben, ihn ins Team zu bringen, aber es wird für ihn halt dann eben erst relevant, als dann eben was passiert und anscheinend wurde er bzw. sein Vater entführt, weil mehrere Wissenschaftler entführt werden von Parademons, was auch ein Teil der Story eben ist.
Für die Set-Besucher ging es dann letztendlich in den Costume-Shop, also praktisch den Bereich, den wir auch schon auf einem Set-Bild sehen durften. Also das erste Bild, was wir ja von der Justice League sehen durften, war Jason Momoa und Zack Snyder, die eben in diesem Costume-Shop stehen, in dem die ganzen Kostüme, die ganzen Gewänder, die ganzen Waffen eben ausgestellt sind. Ich glaube, die Reihenfolge war, dass man zuerst Aquamans Outfit gesehen hat. Das kennen wir ja auch schon bereits aus dem Setfoto. Also viel hat sich da nicht geändert, außer dass es mehr grün und gold in der Kombination ist. Etwas weniger Haut zu sehen ist, er also einen Unteranzug trägt. Allerdings gibt es auch ein Bild, ich glaube, das war ein Bild aus dem War Room, in dem man ihn dann auch an Land sieht. Dann soll er eine enge Leggings tragen oder eine Leggings-artige Hose und mit nacktem Oberkörper dann an der ja, Oberwelt spazieren gehen. Es würde zu seinen Surferwurzeln passen, die er so ein bisschen mit Jason Momoa hat und seinen hawaiianischen Wurzeln. Das er wahrscheinlich dann sieht man einen Oberkörper frei auf dem Surfbrett als erstes Genau. Mal oder sowas. For the ladies, for the ladies. Aber generell haben wir auch die was zu den Farben noch kurz zu sagen, weil vielleicht generell haben die Leute ja gesagt, die das Set besucht haben, dass alles sehr knallig sein soll oder dass die Farben sehr stark sind. Aber halt auch man wie bei Batman, wie Superman nachher nicht sagen kann, wie es dann durch das noch durch diverse Filter und Color Grading, was da noch verändert wird. Also war auch gerade bei Jason Momoa jetzt, ich meine, den hatten wir auch schon gesehen, aber da wurde die Farben so rausgenommen und ich glaube nicht, dass er ein neues Outfit hat. Das kann gut sein, ja. Und was wir von ihm bisher gesehen haben, war entweder im Wasser, da war es grünlich, oder das Schwarz-Weiß-Bild, wo ganz leicht nur Farben zugelassen hat. Ja. Auch in Atlanta, ein weiteres Kostüm hat man gesehen von Vulko, wo wir jetzt wissen, dass der von Willem Dafoe gespielt wird. Also die Gerüchte waren wahr, er spielt in Atlanta. Finde ich okay, ist ein Berater. Also hat so eine Beraterposition in Atlantis. Ich noch nie von gehört, aber ich bin auch wirklich komplett raus, was Aquaman betrifft. Also, ja. Dann das Cyborg-Kostüm konnte man jetzt nicht wirklich sehen, weil das war nichts anderes eigentlich als so ein Jumpsuit, ein grüner, weil sein komplettes Kostüm wird am Computer praktisch erstellt. Aber wir wissen, dass er auf jeden Fall einen Feuerarm haben wird, also er wird sein Kostüm verwandeln können, unter anderem auch in zivile Kleidung, so dass er dann sich zum Beispiel einen Hoodie anlegen kann. Und wie du ja vorher schon gesagt hast, sein Kostüm beziehungsweise sein Körper, der ja eigentlich nur noch aus, glaube ich, einem Arm und der Hälfte seines Kopfes besteht, wurde ja dann eben von der Motherbox ergänzt. Und er kriegt vier Arme, wenn er kämpft. Also Oh er kann wahrscheinlich, ja. er kann in so einen Battle-Mode gehen, dann hat er auch noch vier Arme und sein Helm wird dann, er kriegt dann wahrscheinlich auch seinen Helm dann übers Gesicht und seine komplette Hautteile werden dann geschützt, so wie ich es gelesen habe. Richtig. Während dem Dreh trägt dem Ray Fisher, der eben Cyborg spielt, ein leuchtendes Auge, was dann später durch den Computer dann eben ergänzt wird. Und er muss sich immer so bewegen, als würde er diese schwere Rüstung auch spüren können. Also er muss dann tatsächlich die Schulter von hinten nach vorne dann hebeln. Und man kann sich schon richtig gut vorstellen, dass er da tatsächlich auch Gewicht mit sich trägt. Ja, diese typischen Motion-Capture-Geschichten, die man schon zu allen möglichen Filmen in den letzten Jahren gesehen hat. Das sind halt auch, das wird wahrscheinlich eine komplette Cyborg-Suit, wird mit Lichtpunkten ausgestattet sein, der bewegt sich halt so, wie sich dann die Figur bewegen würde. Das haben wir schon mit Iron Man seit 10 Filmen oder sowas. Spannend wird es beim Flash-Kostüm, beschrieben so als natürlich knallig rot, ein sehr schlankes Design, spezielle Sneakers und boah, aus wie vielen Teilen besteht's? Also 70 Teile an die Maske, 131 oder sowas, meine ich's. So knapp um die 140. Ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen, warum dieses Kostüm so komplex ist. Naja, also was man ja schon gelesen hat, ist, dass es ja, es wird zwei Anzüge geben und einmal so ein Prototyp, den 148 Teile. Einmal ein Prototyp, den Ezra Miller oder der Barry Allen selber sich gebaut hat und dann. Denke ich mal, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen spekuliert. Wird wahrscheinlich ihm Bruce Wayne dann bei einer besseren, aufgewerteten Version dann helfen gegen später im Film. Ja. So, Bruce Wayne ist so ein bisschen dann der Finanzier und das Kostümdesigner. Apropos Kostümdesign, was den Leuten so ein bisschen missfallen hat, also den Setbesuchern, war, dass das Kostüm mit solchen Drähten ja ausgestattet ist, also was sich so um seinen Körper und um seine Gelenke zieht. Was hat es denn damit auf sich?
Also was sie gesagt haben, ist, dass es dann diese Blitze, die der Flash beim Rennen hat, so ein bisschen zeigen soll, und was man jetzt noch nicht weiß, ob man diese Drähte auch beim Pferdchenanzug dann sieht oder ob das rein dann nachher durch die Nachbearbeitung dann so ein bisschen. Ich könnte mir doch vorstellen, dass sie deswegen da sind, dass man dann auch seine Bewegungen, dass man die gut anpassen kann, die ganze Geschichte. Ja. Was ihnen auf jeden Fall gut gefallen hat, war, mal abgesehen von den Sneakers, die man sich gerne als, die würde ich gerne mal sehen, also weil die so begeistert davon waren, dass jeder gesagt hat, die müssen sie als Merchandise-Artikel rausbringen. Da bin ich sehr gespannt, dass auf jeden Fall seine Körperform sehr ikonisch wirken soll. Also obwohl er so die schlankste Figur ist, also so eher schlaksig, drahtig gebaut, dass sie trotzdem sehr erkennbar und ja, also auf jeden Fall gut aussieht. Also es gab ja dann später eine Szene, wo mehrere der Justice League-Mitglieder gleichzeitig zu sehen war, und da soll Flash auf jeden Fall stark hervorstechen oder sich zumindest gut einpassen in diese Heldenaufreihung. Als nächstes haben wir dann Wonder Womans Kostüm gesehen, das keine großen Änderungen hat an sich. Wahrscheinlich werden die Änderungen so groß sein wie Supermans Änderung von Man of Steel zu Batman wie Superman. Ja, wahrscheinlich so kleine Änderungen, die man kaum wahrnimmt, wenn man es jetzt nicht direkt vergleicht. Es gab noch die kleine Anekdote vom Kostümdesigner, der erzählt hat, warum Wonder Womans, wie nennt man das denn, Brustteil oder ja, Brustpanzer. der Brustpanzer, warum der rötlich ist. Und da wird halt eben die Geschichte erzählt, das ist das Blut aus den Kämpfen, die sie führte, und sich praktisch ihr Oberteil immer mehr mit dem Blut verbunden hat und damit dunkler und dunkler und dunkelroter wurde. Wie so ein Stimmungsring. Auch kaum Änderungen soll das Standard-Batman-Kostüm durchgemacht haben, außer dass es, glaube ich, von innen mehr gepanzert ist diesmal. Ja, und dass die Maske schmaler ausfallen soll. Was allerdings eher so der Beweglichkeit dient, ne? Ja, und das halt wahrscheinlich, das war ja auch so ein bisschen, dass die Leute gesagt haben, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine Wombat, wie so ein Wombat. Batman habe ich ja öfters mal gelesen, dass halt ein bisschen, vielleicht das Gesicht ein bisschen schmaler wirkt für seinen Körper. Weil der schon, gerade wenn du von vorne gesehen hast, hat er schon recht bullig gewirkt. Ja, das stimmt. Und das haben wir die Konzeptzeichnung zum Beispiel nicht gemacht. Wenn du dich daran erinnerst, da hat er schon zuerst einen storischen, eine andere Statur ein bisschen gehabt. Und ich denke mal, daran wird man auch ein bisschen gearbeitet haben, dass man vielleicht ein bisschen hinten das Ganze beweglicher und auch dünner gemacht hat. Er kriegt auch einen neuen Tactical Suit, also wenn wir es mal so als Kampfanzug übersetzen wollen, der soll sich auch sehr an dem Originalkostüm orientieren, aber wurde dann so ein bisschen ergänzt durch eben Panzerungen. Und was mich so ein bisschen irritiert, weil ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ist, dass er asymmetrisch gestaltet sein soll. Das heißt, er soll sich dem geschundenen, gealterten Körper von Bruce Wayne anpassen, beziehungsweise diesen ausgleichen, so dass er dann auch so ein riesen Schulterpolster zum Beispiel an seiner Schulter trägt, weil eben ja eine der Schultern wahrscheinlich schon so ein bisschen hängt durch all das, was Batman durchgemacht hat. Und das soll recht cool aussehen. Er kriegt, glaube ich, auch so Nachtsichtgläser oder zumindest ein Sichtgerät. Die Handschuhe sollen überarbeitet sein. So, Wayne Tech hieß es, soll mit den Handschuhen mit drin sein. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie bei den Arkham-Spielen so Augmented Reality mit damit drin hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das war auch das Erste, was mir dann in den Kopf kam, als ich das gelesen habe, ja. Was aber auch geil ist, also was ich auch gerade bei den Arkham-Dingern immer geil fand, wer dann so da auf seinem Ding rumtippt und dann mit seinem Batwing ruft und so Sachen halt, die Kommunikation mit Alfred und so darüber ein bisschen stattfindet. Das finde ich schon ganz geil eigentlich. Auch wenn es Blödsinn ist, weil dann jeder weiß sofort, wer Alfred ist, aber ja. Was noch gesagt wurde, ist, dass allgemein noch außerhalb der Justice League noch 3000 Leute, 3000 Extras noch ausgestattet werden müssen, was ich schon ziemlich abgefahren finde. Ja, gleichzeitig auch die Info, 200 Sprechrollen wird es in dem Film geben. Das ist schon sowas, so eine Größenordnung, die ich echt beeindruckend finde, gerade wenn ich jetzt, ja. Ja, besonders beim Film, der eigentlich nur im Studio gedreht wird. Also ich weiß nicht, wie viel Außendrehs es letztendlich geben wird, aber ich denke mal einfach, dass man sich in London einfach verschanzen wird und das meiste dort im Studio drehen wird. Na gut, aber selbst wenn es so drin gedreht hat, ich meine, jetzt erinnere dich mal an Batman Returns, wie klein das gewirkt hat, weil einfach immer nur 20 Leute überall rumgestanden Ja. sind. Und da ist schon geil, wenn du dann halt einfach trotzdem dann halt 200 Leute da stehen hast. Also da musst du nicht mal rausgehen unbedingt, weil die Hallen, also ich habe zwar noch so eine Halle, wirst du wahrscheinlich nie in deinem Leben von innen sehen, aber die sind einfach, die stellen die mir halt, ja, die werden so Flugzeughangar groß sein, wahrscheinlich doppelt so hoch noch.
Und von dem her kann ich mir das schon, oder wie so ein Zeppelin-Hangar eher. Ja. Dann ging es eigentlich für die Journalisten dann zum Mittagessen. Und danach durfte man dann sich so ein paar Sets angucken. Ja, und es sollen riesige Sets sein. Also ein riesiger stillgelegter Tunnel war zu sehen. Der soll unter Strikers Island, also dem Platz, wo der Kampf von Superman gegen Doomsday in Batman wie Superman stattfand. Da soll ein stillgelegter Tunnel unten durchführen, der Metropolis und Gotham verbindet. Ja, es halt, bringt alles so ein bisschen wieder ein kleineres Universum, wenn dann alles an der gleichen Stelle stattfindet. Oder wenn halt da die Parademonen herkommen. Aber man weiß halt auch nicht, vielleicht ist in dem Raumschiff eine Motherbox mit drin, weil das Raumschiff ist ja auch schon mehrere tausend Jahre auf der Erde. Vielleicht gibt es ganz viele Gründe, warum gerade dort, also das Raumschiff meine ich, das kryptonische Raumschiff, das immer noch in Metropolis liegt wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass Doomsdays Körper wie irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, das wird da irgendeinen Grund dafür haben, warum es gerade wieder da stattfindet. Ja, ich finde auch, dass das Universum so ein bisschen kleiner macht. Das ist so wie Tatooine in Star Wars ständig eine wichtige Rolle spielt. Dafür, dass es eigentlich nur so eine ja, Staubkugel ist. So scheint es jetzt hier eben so zwischen Metropolis und Gotham dann eben zu sein. Aber mal gucken, wie sich's dann eben im Film auszahlt. Dann einen Batjet-Hangar hat man gesehen, in dem dann eben auch das Batmobil stand und noch 20 weitere reingepasst hätten. Soll es ein alter U-Boot-Stützpunkt oder ein U-Boot-Werft sein, in der Nähe von Gotham Werft, glaube ich, oder? Ja. Habe ich gelesen. Okay. Du nicht? Ich nicht, nein. Aber das ist, was ich gelesen habe, dass ein alter U-Boot, also in der Nähe von Gotham Werft sein soll und halt auch dann, ja, ich meine, wenn man so wisst, wie groß ein Batmobil ist und dann das mal 20, ich weiß nicht, ob das so groß ist, aber klingt auf jeden Fall beeindruckend, wobei ich auch mich gefreut hätte, nochmal das Batcave zu sehen. Was ja nicht heißt, dass es nicht immer noch möglich wäre. Ich denke, das wird so der erste Watchtower sein, den wir dann sehen werden. Der Prototyp des Watchtowers. Der Hangar oder? Weil ich dachte, das wäre vielleicht sogar schon sowas wie The Flying Fox. Nein, der Flughund. Meinst du? Also ich hätte jetzt eher, ja gut, das kann natürlich auch sein, gut, aber der muss ja irgendwo geparkt werden. Das stimmt. Richtig. Und der wird dann halt erst in der U-Boot-Zentrale geparkt und später wird er dann halt in der, wenn es jemals einen Watchtower geben wird, wovon ich mal ausgehe, dann wird da halt dann geparkt, ne? Gut. Das Dach des Police Departments hat man gesehen, also das von Gotham. Weil da fand auch eine Szene statt. Also da durften tatsächlich die Journalisten live beim Dreh einer Szene mit dabei sein. Und das war dann auch gleich der erste Drehtag von J.K. Simmons, der ja Commissioner Gordon spielen wird. Und da waren sie ja alle hin und weg von seiner Darstellung. Beziehungsweise so wie er dargestellt wird, also rein optisch. Ja, es soll sehr nah an der Animated Series sein. Auch klassisch mit natürlich Schnurzbart und Haarteil wird er haben, Hut, langer Trenchcoat. Und ja, die Blogger waren sich da alle einig, dass das der ultimative Jim Gordon ist, so in die Richtung. Ja, wie aus den Comics entsprungen. Ja, genau. Ne? Und sonst wurden die Filme zweimal gedreht. Einmal gab es eine Konversation zwischen allen Vieren. Und das zweite Mal, wo sie gedreht wurde, glaube ich, hauptsächlich auf Wonder Woman dann auch abgezielt. Ihr Lächeln wurde dann Ihr nochmal Lächeln wurde dann eingefangen, ja. eingefangen. Ja, wollen wir mal kurz auf die Szene eingehen, weil sie ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, beispielhaft für den Ton, der ja dann auch im Film herrscht, oder herrschen soll. Also wir befinden uns in Gotham. Jim Gordon steht neben dem Bat-Signal, aktiviert dies und wartet auf Batman. Aber es taucht nicht nur Batman auf, sondern halt dann eben auch die Silhouetten von Wonder Woman und The Flash. Und Gordon fragt dann, wie viele Leute von wie viel von dir gibt's denn? Und Batman antwortet dann trocken, nicht genug. Ja, das muss ja schon die Journalisten auch überzeugt haben, weil sie fanden es gut, was für eine Art von Humor Batman hier einsetzt. Ja, so eine Art überheblichen, bisschen sarkastischen Humor. Und letztendlich geht es darum, dass Gordon darauf hinweist, dass ein Wissenschaftler aus Gotham entführt wurde. Anscheinend muss es am Vortag auch eine Entführung in Metropolis gegeben haben. Und wieder haben einige Zeugen gesehen, wie diese von merkwürdigen Wesen entführt wurden, was Batman dann halt eben als die fliegenden Affen der bösen Jungs dann eben bezeichnet hat. The Bad Guys Flying Monkeys, ja genau. Was Genau.
Letztendlich geht es darum, dass inzwischen schon 8 Wissenschaftler entführt wurden. Und dann hört man, nein, es sind 9. Ja, und Cyborg tritt aus dem Schatten. Also er scheint bis dahin noch nicht Teil des Teams gewesen zu sein. Und mit 9 meint er, dass ein Wissenschaftler aus dem Star Labs Labor entführt wurde, der leitende Wissenschaftler sogar. Und wir können mal vermuten, dass es sein Vater ist. Ja, und deshalb kommt er dann auch mit dazu und Wonder Woman freut sich, weil sie wahrscheinlich, so wie er an dem vorher schon versucht hat, zu rekrutieren. Genau. Sie stellen dann auch fest, dass dann irgendwie diese Flugbahn der Parademons ja irgendwie sich dann eben bei Strikers Island dann eben treffen muss und deswegen vermuten sie, dass das Nest der Parademons unter Strikers Island liegen muss. Und ja, machen sich dann eben dorthin auf, was dann schon mal wieder zu so einer Witzelei führt, dass Flash sich darüber beschwert, dass sie ja jetzt dank Cyborg nicht mehr ins Auto passen, weil er schon recht massiv daherkommen soll. Was Batman wiederum damit abtut, dass er ein größeres Gefährt zur Verfügung hätte. Und ich denke mal, dass da dann eben der Flughund zum Einsatz kommt, das erste Mal. Ähnlich so wie It's Not a Car, ja, so wie Ja, aus The Dark Knight Rises. wahrscheinlich, ich könnte mir ja nicht vorstellen, wie er dann so auf seinem Ding rumtippt, so tip, 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 und dann hörst du, wie halt so das Riesending dann hochgeflogen kommt. Genau. Und dann alle reinspringen, dann jeder dann noch sein Customized sieht. Und dann fliegen sie dann los Richtung, wie hieß der Tunnel nochmal? Strikers Island, Richtung Strikers Island, ja. Die Szene endet dann letztendlich damit, dass Jim Gordon schon damit rechnet, dass es wie immer ist. Und zwar, er dreht sich um, er spricht mit sich selbst und alle sind verschwunden, beziehungsweise Batman ist verschwunden. Und so ist es auch, nur als er sich umdreht, ist dann noch Flash da und Gordon ist ganz verblüfft, ja, und denkt sich, du bist immer noch da. Und Flash sagt, ja, die anderen sind einfach abgehauen. Das fand ich recht unhöflich. Als ich die Szene so gelesen habe, also mir hat sie wirklich gut gefallen. Also mir hat auch der Humor gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich auf Humor pocht, aber mir hat, sagen wir mal, Flash hat mir gut gefallen. Ich mag die Art, wie er anscheinend seine Sprüche mit reinbringt und das Ganze so ein bisschen auflockert. Und ich freue mich schon auf die Dynamik zwischen ihm und Cyborg. Die Darsteller sollen gut miteinander können und ich denke mal, dass sich das hoffentlich auch gut auf den Film übertragen wird. Hat so ein bisschen den Spirit von der Justice League Animated Series. Da hat ja auch Batman eher so diesen trockenen Humor und so diesen, dieses, und Flash ist eher so ein bisschen der Witzemacher, aber trotzdem nicht nervig so. Und daran hat mich das immer so ein bisschen erinnert irgendwie. Ja, muss ich dir recht geben. Also ich fand auch, dass ich dann auch sofort immer das Bild vom Flash aus der Animated Series dann vor Augen hatte. Das passte irgendwie dazu. Also es hieß, glaube ich, auch, oder viele haben gesagt, dass viele Elemente der Animated Series, also was die Charakterisierung angeht, hier wiederzufinden sind. Zumindest von den paar Sachen, die sie jetzt hier vor Ort gesehen haben am Set. Naja gut, das macht das hier nicht. Wenn die von der Animated Series haben sie auch irgendwo her. Und das hat halt gut funktioniert und die Animated Series ist ja heute noch sehr beliebt bei den Fans. Also Ja, von dem her. Klassiker, ja. Ja. Ist traurig, dass es schon ein Klassiker ist. Und nichts Besseres nachkam. Ja. Das ist das eigentlich Traurige. Ja, dem folgte dann ein Interview mit Ben Affleck und das war nicht nur ein Interview mit Ben Affleck, das war ein Interview mit Batman. Ja. Weil Affleck sich dann den Journalisten dann eben auch im Batman-Kostüm präsentiert hat, hatte zwar keine Maske auf, hatte hier diese die Waschbäraugen, die man eben dann da tragen muss unter dem Kostüm. Und ist dann erstmal den Journalisten so ein bisschen ja, Rede und Antwort gestanden. Ja, aber er hat auch erstmal einen Witz gemacht, so. Das fand ich erstmal cool, dass er so diesen Bezug zu Christian Bale gemacht hat. So, irgendwie, was hat er gesagt, dass Christian Bale war schlauer als er, dass er hat nie die Leute ihn sehen lassen, so mit diesen schwarz angemalten Ja, ist auch nicht der schönste Anblick. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Waschbäraugen. So ein paar Minuten in so einem Kostüm und dann zerfließt einem das schöne Make-up, ja. Ne, und das Interview, ich meine, man kann es auf batmannews.de nachlesen in der deutschen Übersetzung. Ist ein tolles Interview. Es ist schon krass eigentlich, ne, dass es Ben Affleck ist, wo eigentlich auch so unsere gesamte Hoffnung drauf liegt, dass das jetzt der Mann ist, der die Figur Batman steuert, jetzt auch eben als ausführender Produzent, weil er auch gesagt hat, das ist jetzt seine Rolle, als ausführender Produzent eben darauf zu achten, dass ihm die Justice League irgendwie nicht einen Strich durch die Rechnung macht, was seinen Batman-Film angeht, dass sich hier Elemente nicht zu sehr kreuzen, so dass das zu krasse Auswirkungen auf seinen Film hat. Und wie er die Figur sieht und wie sie sich jetzt weiterentwickelt hat, dass er in Batman wie Superman noch an sehr
dunklen Orten war, dass das so ein bisschen, ja, so hundertprozentig finde ich, hat das nicht beantwortet, dass das der Grund war, warum er getötet hat. Da, das hat er immer irgendwie so ein bisschen umschifft. Aber auf jeden Fall, weil halt eben Batman wie Superman auf The Dark Knight Returns basierte, war es halt ein düsterer Film mit einem harten Batman, der jetzt inzwischen wieder den Glauben an die Menschheit gefunden hat. Und jetzt in Justice League wird es eher darum gehen, wie er mit anderen zurechtkommt und dass er sich halt sehr schwer tut, dieses Team zusammenzustellen, weil er eigentlich derjenige ist, der den ganzen Tag nur alleine in der Betthöhle sitzt und eigentlich auch mit niemandem was zu tun haben möchte. Das ist schon interessant auch, was du gerade meintest, dass Ben Affleck da quasi die Hand über der Figur hat, weil das haben wir echt auch noch nie so gehabt in einer Comicfigur, dass jemand die quasi sagt, wo die Figur hingeht, dann noch einen Film über die Figur machen darf und auch so noch der Produzent des Ganzen ist. Also das ist wirklich, was ich das schlauer hätte Warner eigentlich mit dem Casting von Ben Affleck nicht machen können. Nee, und gerade, dass man drüber nachdenkt, was es für Diskussionen gab bezüglich der Besetzung von Ben Affleck, ja, und dass er halt wirklich jetzt der Typ ist, wo, glaube ich, kaum jemand sagen kann, dass er keine gute Leistung abgeliefert hat, dass er mit das Beste an Batman wie Superman war und dass man Bock hat, dann ja, einen eigenen Batman-Film mit ihm zu sehen. Und auch so, dass er sagt, dass das auch ganz ehrlich zugibt, dass das Drehbuch nicht fertig ist. Dass er, gut, ich meine, das sind so Floskeln, gibt es natürlich immer, aber ich kaufe das einfach mal Ben ab, wie ich ihn nenne. Und denke mir einfach, das kaufe ich dem schon ab, dass er den Film erst macht, wenn er fertig ist. So, wenn er weiß, dass alles passt, dass der Zeitpunkt okay ist, dass es nicht zu überladen wirkt. Und ja, klar, Ja, das ist dass er was. Qualitätsansprüche halt einfach hat. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich seine letzten Filme eben anschaut, mit Argo, Gone Gone Girl oder Gone Baby Gone. und vor allem auch The Town. Richtig, also wo ich mir vorstellen kann, das sind seine Filme. Ja, er sagt ja auch selber, er hat das ja, er war ja oft genug in der Rolle, dass er an einem Drehbuch nichts ändern konnte. Ja, dass er am anderen Ende eben saß und dass den Film dann eben nicht retten konnte. Man war sich dessen bewusst, dass man einfach ein Drehbuch hat, wo man sagt, komm, mach mal einfach, schauen wir mal, was es wird. Er aber eben den Anspruch hat, nee, das Ding muss sitzen. Das ist sein Film, das ist sein Baby, das ist seine Verantwortung. Und das beruhigt mich auf eine gewisse Art und Weise, zumal es schon jetzt in der Vergangenheit ein paar Mal bewiesen hat, letztendlich. Nein, nicht nur das, vor allem zeigt es halt auch, dass Ben Affleck einfach das richtige Casting war. Hätte es jetzt einen Josh Brolin oder was sich alle da gewünscht haben, Ja. hättest du halt das nicht mitbekommen. Da hättest du vielleicht ein richtiges Gesicht gehabt oder ich finde nicht, dass Ben Affleck das falsche Gesicht dafür hat, das fand ich noch nie, aber hättest du vielleicht die Leute eher damit glücklich gemacht, aber hättest du wahrscheinlich halt keinen guten oder nicht so einen Regisseur für die Figur gehabt. Und das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, da in Ben I trust. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht, okay, als man Brolin damals für die Rolle wollte, wie würden wir jetzt dastehen? Wahrscheinlich hätten wir eine Darstellung, eine gute gehabt, aber wir hätten damit jetzt auch nicht einen besseren Regisseur gehabt, weil Brolin hätte wahrscheinlich die Regie für den Solo-Batman-Film nicht übernommen und wahrscheinlich auch nicht die Hauptverantwortung für die Figur. Also Und das wäre was ganz Merkwürdiges jetzt oder wahrscheinlich auch ein gewesen. Christian Bale, genau das gleiche, den alle lieben als Batman. Ja. Aber Christian Bale ist halt auch kein Regisseur. So, der ist halt einfach ein guter, sehr guter Schauspieler. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was aus dem Interview zu ziehen war? Ich meine, auch da kam nochmal die Sache auf den Tisch, dass sich der Ton jetzt für die Justice League verändern wird im Vergleich zu Man of Steel und Batman wie Superman, dass Platz für Humor ist, was schon allein die Ausgangslage mit sich bringt, dass halt eben diese ungleichen Charaktere aufeinandertreffen. Eben auch in dem Zusammenspiel mit Batman, ne? Wie funktioniert ein Flash im Zusammenspiel mit Batman? Ein Flash, der voller Leben ist, voller Energie, voller Tatendrang, halt eben mit einem gealterten, brödlerischen Batman, mit dem kaum jemand zurechtkommt oder wie Affleck es selber gesagt hat, Batman weiß noch nicht mal, wie er mit Alfred wirklich zurechtkommen soll. Ich glaube, das sind ganz spannende Szenarien, die sich tatsächlich durch die Anwesenheit von Batman ergeben. Und das war auch mitunter einer der Punkte, die mir eben bei der Justice League Animated Series so gut gefallen hat. Also Batman war immer so ein harter Brocken in der Justice League, umgeben von diesen Superwesen, der es dann doch immer irgendwie allen zeigen konnte, ruhig geblieben ist und man ihm dann doch immer irgendwie, ja, teilweise das Herz erweichen konnte und sowas. Also ich bin da sehr, sehr gespannt auf diese Dynamik, die eben Batman damit reinbringt. Ja, viel interessant ist, dass er der Einzige ist, der keine Superkraft hat eigentlich, aber trotzdem jeder vor ihm Angst hat, so.
Also, oder nicht, Angst nicht, aber respektiert, so Respekt, wer er ja. ist, und auch weiß, dass er quasi derjenige sein kann, der den anderen so die Show stehlen kann, wenn es darauf ankommt, und öfters die Welt gerettet als die meisten anderen zusammen. Eine der Fähigkeiten von Batman sind natürlich seine detektivischen Fähigkeiten. Da wurde er ja auch eben gefragt, ob er die verstärkt einsetzt in Justice League, nachdem man da in Batman wie Superman kaum was gesehen hat. Er meinte ja, aber er denkt, dass er das mehr ausbauen wird in dem Solo-Film. Und ich glaube, man sollte jetzt vielleicht auch bei Justice League nicht zu viel erwarten, was die detektivischen Fähigkeiten angeht. Ich glaube, das klang schon eher so, dass er sich das für seinen Batman-Film aufhebt, weil er auch gesagt hat, diese Batman-Stories, das waren schon immer Detektivgeschichten. Und ich glaube, da werden wir dann mehr davon kriegen. Und auch das klang gut, ja, wie er die Figur sieht. Also eine coole Detective-Story mit Batman, da hätte ich auch Bock drauf. Weil in der Justice League wird wahrscheinlich kein Platz dafür sein. Da wird es ein paar Mal rumsen, da wird man sich auf die neuen Figuren konzentrieren müssen. Und ja, Batman wird sich mit dem einen oder anderen Hinweis vielleicht mit einbringen, aber dass man wirklich irgendwie so einen klassischen Fall des Lösens eines Falles dann beschäftigt, ich glaube, das wird tatsächlich für den Solo-Film erst, ja. Interessant werden, ja. Okay, was haben wir noch? Ja, sie durften dann zum Abschluss noch eine fertiggestellte Szene angucken. Die muss erst ein paar Tage vorher fertig geworden sein. Sie sind praktisch in einen Raum geführt worden mit mehreren Fernsehern und sie durften dann eben die Szene sehen, wie Bruce Wayne Barry Allen beziehungsweise The Flash rekrutiert für die Justice League. Und das ist eine sehr, sehr witzig geschriebene Szene. Und eine, die hat mich so ein bisschen erinnert, so von der Art her, an X-Men First Class, wenn sie versuchen, eben weitere Mutanten eben zu finden. Und da gibt es dann diese eine Szene mit Wolverine, ja, der dann einfach nur sagt, verpisst euch. Und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, auch so vom Humor her. Und ich kann mir das gut irgendwie so als, ja, ich weiß nicht, als ob als Collage oder als längeren Storystrang kann ich mir das echt gut vorstellen. Das wirkte schon sehr gut, so wie Barry Allen dann erstmal versucht zu sagen, nö, ich bin nicht der Flash, weil Bruce Wayne ihm ja den Ausdruck zeigt, eben von diesem Überwachungsvideo, was wir in Batman wie Superman gesehen haben, und sagt dann, nee, den Typen kenne ich nicht, aber das ist ein gut aussehender Typ, aber der trinkt Milch und ich mag überhaupt keine Milch. Ja. Und dann Bruce Wayne es noch offensichtlicher macht und sagt, ja, und was ist das Kostüm hier? Und das ist halt das Flash-Kostüm, was da mitten in seinem Raum drin steht. Und Flash einfach nur meint, er ist halt interessiert an Eistanz. Wettbewerben, ja, und als Bruce Wayne dann eben feststellt, okay, aber hier an dem Kostüm, das sind solche Platten angebracht, die eigentlich nur im Weltall benutzt werden beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, damit nichts verbrennt oder verglüht. Und er dann meinte, ja, es sind sehr intensive Eistanzwettbewerbe, an denen er interessiert ist. Also es ist schon sehr, sehr witzig, ja, und Bruce Wayne offenbart sich dann eben als Batman, indem er ihm einen Batarang entgegenschleudert, dann friert die Zeit eben ein und wie wir es eigentlich aus X-Men Days of Future Past dann eben auch kennen, wie dann alles einfriert und eben sich der Flash frei im Raum bewegen kann, der sich dann einfach mal den Batarang dann genauer ansieht, ihn sich rauspickt und dann eben alles in normaler Geschwindigkeit wieder weiterläuft und der dann eben sagt, ah, Sie sind Batman, ja. Schade, dass du Civil War nicht gesehen hast, weil da gibt es genau so eine Szene auch. So in die Regel. Und dann wäre es jetzt witzig drüber gewesen zu diskutieren, aber das können wir dann mal anders machen. Aber ja, das ist schon geil, das ist schon ziemlich witzig, auch wie du schon gesagt hast, geschrieben. Und das zeigt auch so ein bisschen den Vibe vielleicht, wo es hingehen kann. Also, wobei ich da jetzt nicht drin sehe, dass Batman nicht mit anderen Menschen kann. Das sehe ich da nicht so krass drin, aber weil es ja vorhin auch angesprochen wurde, weil es ja Batman auch angesprochen hat, das sehe ich da ehrlich gesagt nicht so, weil er da schon sehr charismatisch rüberkommt. Und ich mir dann auch vorstellen kann, dass er da auch sein, dann, das wird keine ernste Szene einfach sein. Das gibt das, was man davon hört, einfach nicht her. Aber ja, ist schon sehr interessant, also doch. Also gerade eben, weil Ben Affleck das gesagt hat, dass es dann eben so sein wird, dass er mit manchen nicht zurechtkommt. Wer kann das dann eben sein? Ich denke mal, Aquaman wird eine der etwas schwieriger zu überzeugenden Figuren sein. Und dann bleiben eigentlich, ja, dann bleibt eigentlich nur noch Cyborg letztendlich. Kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht noch andere Figuren sehen werden? Darauf wolltest du hinaus, also dein X-Men First Class Ding. Gerade jetzt eben, ja, kommt mir die Connection, ja. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass man vielleicht einen Oliver Queen sieht oder sowas, oder einen, oder dann keinen Bock drauf hat, oder vielleicht jemand, also ich, wenn er, weil er sagt ja auch, leider nicht genug,
das zeigt oder das impliziert ja schon ein bisschen, dass es auch bei anderen Leuten noch probiert. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht noch einen Green Arrow vielleicht sieht oder wer ist noch gecastet? Es gibt ja schon ein paar Leute, die gecastet wurden. Vielleicht gute Rockets nicht unbedingt, aber. Vielleicht auch Leute, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie gecastet wurden. Oder Vielleicht das genau, oder Green für. Lantern, ja, vielleicht schon, dass wir da ein paar Leute sehen oder The Martian Manhunter und sowas. Ja, also vielleicht kriegen wir da schon irgendwie so ein. Er mag Easter Eggs, ja, und vielleicht bietet sich das dann da eben auch mal an, eben zu sagen, okay, da, es gibt noch ein paar Metawesen mehr, aber die kriegen wir jetzt noch nicht zu sehen. Da kann man doch eine coole Sequenz so draus machen, finde ich. Also doch so im Ganzen. Das kann man schon auch so ein bisschen dann auch den Leuten zeigen, hier, wir machen jetzt, wir wissen auch, wie man Spaß macht. So. Von dem her kann ich mir das schon gut vorstellen, eigentlich. Es nicht mal, dass wir Black Canary auch in Justice League sehen werden? Oh, vielleicht kann er nur mit Frauen nicht. Wenn Hm, er, das wäre wenn mal sie gewohnt, ebenbürtig ja. sind, ja. Na, Black Canary könnte tatsächlich was sein, ne? Für so ein Cameo, der vielleicht nicht funktioniert. Also nicht der Cameo, sondern halt eben das Akquirieren fürs Team. Wäre auf jeden Fall interessant. Also ich denke, wie gesagt, es werden ja auch dauernd noch Leute hinzugefügt. Wir werden ja wahrscheinlich die nächsten Wochen noch mehrere hören. Und vielleicht ist ja noch jemand dabei, wo man bis jetzt noch gar nicht weiß, wen der spielt, aber dann da eine größere Rolle haben wird. Vielleicht gibt auch was ganz, ganz, ganz Stumpfes wie Deadshot. Der Ja. ja beides ist, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man dann Will Smith für einen Tag nochmal herholt oder ja, so jemanden. Also ihm praktisch wie dann eben Wolverine in Ja, X-Men First genau. Class einsetzt, ja. Kann ich Weil mir gut vorstellen. vor allem, weil es halt gerade auch, weil er halt schon, Will Smith halt auch ein Publikumsliebling ist und da freuen sich die Leute, wenn sie ihn sehen. Genauso wie man sich bei Hugh Jackman sieht, also von dem her. Ja, und wird das Universum auch nochmal nachträglich verbinden, ne? Ich meine, wir sind nicht mehr weit weg von der Suicide Squad. Dazwischen kommt Wonder Woman, dann kommt die Justice League. Also wenn man dann wieder Figuren mit reinbringt aus den anderen Filmen, das macht halt dann dieses Universum wieder ein bisschen größer. Das ist auch das, was bisher so die anderen Comic-Verfilmungen, die zusammen irgendwie hängen, sind eigentlich ganz cool gemacht haben. Also zugegebenermaßen sind Marvel wesentlich besser als die X-Men-Filme, aber trotzdem auch schon und sowas könnte ich mir halt auch einfach gut vorstellen, na klar. Ja, und vielleicht sehen wir das tatsächlich in 10 Jahren komplett anders. Vielleicht, wenn man dann die Filme in einer Reihe dann eben sieht, vielleicht sagt man dann, ja, okay, vielleicht haben sie doch nicht so viel falsch gemacht, zumindest rückblickend Der gesehen. Kinocut von Batman wie Superman ist das Beste, was je passiert Was ist. haben wir denn noch für kleine Punkte, die man erfahren hat? Sie drehen den Film nicht im IMAX-Format, finde ich sehr schade. Das finde ich auch schade, weil dann hätten wir endlich mal unser großes Treffen in Karlsruhe hinbekommen. Yay! Yay, also ich kann nur noch mal betonen, Batman wie Superman im IMAX-Format zu sehen, war eines der geilsten Kinoerlebnisse, zumindest was das IMAX-Format angeht, war wirklich ja, ein Eye-Opener, wie man so schön sagt. Völlig neue Welt. Ja, dann Chunky XL wird zurückkommen, wird den Score machen. Ich nehme an, der wird den gesamten Score machen. Ja, Hans Zimmer hat ja schon gesagt, er tritt zurück aus dem Superhelden-Genre, aus dem Superhelden-Business. Aber es hieß auch, es werden seine Themen weiterhin verwendet. Also Hans Zimmers Themen, die er schon für Man of Steel und eben Batman wie Superman kreiert hat, die wird man dann eben auch in Justice League hören. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Also ich fand bis jetzt die Sachen, die Chunky XL gemacht hat, auch ziemlich geil eigentlich. Also, oder nicht? Also ich fand jetzt gerade dieses Batman-Theme, was er gemacht haben soll, hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, ich habe ja schon gesagt, so. Hundertprozentig überzeugt es mich nicht, ist mir ein bisschen zu viel Gerumse. Ich hätte es ja gern teilweise ein bisschen melodisch, ähnlich wie es ja das Intro war von Batman wie Superman. Ich weiß gar nicht, aus welcher Feder das ist. Wenn das von Chunky XL ist, dann bin ich zufrieden. Aber das Batman-Thema selber, weiß ich noch nicht ganz. Freue mich auf den Ultimate Cut, um es nochmal dann im Film zu hören, ob es dann nochmal hervorsticht. Aber so hundertprozentig bin ich noch Der nicht fängt doch überzeugt. so an, oder? Du meinst dieses Klavierspielen am Anfang, oder? Genau, das ist aber nicht das Batman-Thema. Das Batman-Thema ist das, was man bei der Batmobil-Verfolgungsjagd hört. Das ist einer der längeren Tracks auf dem Soundtrack und ich finde, das geht immer noch nicht so hundertprozentig ins Ohr. Na gut, wenn du das so siehst. Dann stimmt's auch. Was gibt's noch? Ja, der Film wird sich auf jeden Fall ein bisschen stärker Kindern anbiedern, sagen wir es mal so. Also die Zielgruppe ist jünger als die von Batman wie Superman. Gut, ist auch ein, sagen wir mal, logische Konsequenz. Batman wie Superman, selbst wenn der Film für Kinder zugänglich war, so war es inhaltlich auf jeden Fall kein Kinderfilm.
Und ich glaube mal, dass die Justice League halt etwas leichter im Ton sein wird, leicht verdaulicher Figuren mit dabei sind wie Cyborg und eben Flash, die für Kinder einfach besser geeignet sind, auch in der Vermarktung, was das Merchandise angeht und sowas. Da bietet sich das natürlich an. Ich hoffe nur, dass es nicht, also dass es für Kinder zugänglich ist, aber dass der Film dadurch nicht kindisch wird. Das ist so meine Hoffnung. Was gab es denn sonst noch? Der Wilkins, weil da auch die Frage gestellt wurde mit dem Flash-Kostüm, ob er da irgendwie sich mit der TV-Show konkurrieren will, hat er gesagt, das sieht er nicht so, weil die Figur muss nicht für eine Serie passen, sondern muss ins Zack-Snyder-Universe passen. Ja, finde ich auch gut. Also die Abgrenzung finde ich wichtig. Einerseits, was den Charakter angeht, andererseits eben auch, was das Kostüm angeht und dass jedes Ding für sich selbst funktionieren muss. Wir wissen ja inzwischen, die TV-Serie ist getrennt von dem Filmuniversum und da muss man das auch konsequent durchziehen. Finde ich gut. Ja. Gotham City ist umgezogen. Ja. Es soll nicht mehr wie Detroit sein, sondern es ist jetzt wie Philadelphia. Gut, ich meine, das kann doch nur der Designer sagen. Ich meine, war das auch schon der gleiche wie bei Batman wie Superman, der Will Wilkinson? Der Wilkinson war derselbe, genau. Er hat noch die Zusatzinfo gegeben, dass er ein großer Fan von Alex Ross ist, dem Illustratoren, dem Comiczeichner, der sehr ja, realistische Interpretationen von Batman und Superman gemacht hat. Und er liebt sein Kostümdesign so einfach, wie es gehalten ist. Es ist auf den Punkt. Und ja, ob er sich jetzt an den wirklich so krass orientiert, kann ich jetzt nicht behaupten. Zumindest was Man of Steel angeht, sind dann doch Unterschiede zu sehen. Aber ich denke, er ist einfach ein großer Fan von Alex Ross und bin ich übrigens auch. Interessant ist eigentlich noch, dass die Produktion 6 Monate gebraucht hat, um die ganzen Kostüme zu herzustellen, fand ich. Also ich finde 6 Monate ist schon eine krasse Zeit, so um das auch zu designen. Batman, Superman mussten, Wonder Woman musste es nicht mehr machen, aber trotzdem für die Aquaman auch nicht. Das heißt, die haben dann schon nochmal dann das alles in feingeschliffener gemacht, gerade wie Batmans Maske und so weiter. Das fand ich noch ganz cool. Ja. An welchem Drehtag haben wir uns befunden? 31. Von 111, glaube ich, ne? Ja. Geht noch einige Zeit ins Land. Ja, Amber Hart wird weiterhin Mara in Justice League spielen. Das ist jetzt so eine Info aus der Yellow Press. Die ist ja oder war zusammen mit Johnny Depp. Ja. Und Johnny Depp, zumindest sagt es die Yellow Press, soll sie geschlagen haben oder ihr das iPhone ins Gesicht geschleudert haben und was weiß ich. Und jetzt ist da ein Gerichtsverfahren am Lauf und sie soll jetzt so abgenommen haben und soll nicht mehr irgendwie ins Fitting passen und was weiß ich alles, ja. Also hier hieß es jetzt auf jeden Fall, sie wird mit dabei sein, ja. Wenn sie ohne Hunde nach Australien einreist, nochmal, sonst wird es nichts. Ohne was? Ohne Hunde. Hast du es nicht gesehen? Die sind nochmal mit ihren Hunden, wollten sie nach Australien reinschmuggeln, Johnny Depp und Amber Heard. Aha. Und es ist da scheinbar verboten und mit 10 Jahren Gefängnis oder sowas. Und um dem zu entgehen, haben die dann so ein Video für Australien gemacht, so wo sie dann beide vor die Kamera, der aufgedunsene dicke Johnny Depp und Amber Heard, die dann beide so ein Video für Australien gedreht haben, wo es dann heißt, ja, bringt keine neuen Arten in unser Ökosystem, das ist nicht gut. Und sie hat es noch so versucht, so ein bisschen zu retten, und Johnny Depp einfach mega genervt, und es war richtig schlimm, das Video anzugucken. Rico hier, das ist ja Wahnsinn. Also in Sachen Yellow Press kann man dir ja nichts vormachen, ne? Das hast du nicht Immer auf dem Laufenden? mitbekommen? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Wirklich nicht. Guck dir Nee. das Video an, das ist wirklich schlimm. Außerdem kam das halt, ich habe das auch nur im Zug mitbekommen, wo das war so eine Woche, bevor er ihr scheinbar das iPhone ins Gesicht geschmissen hat, und ja. Ja, muss man doch wissen. Das wissen die Leute auch genau, was sie nachher noch googeln müssen. Oder vielleicht war es auch Neuseeland, aber ich glaube, es war Australien. Was wir bereits schon wissen, Lex Luthor wird wieder mit dabei sein, also Jesse Eisenberg, und ich glaube, seine Dreharbeiten beginnen im August. Heißt, er wird einen relativ kurzen Part haben, ne? Ist halt die Frage, als was, ne? Er wird ja, das wissen wir ja schon, für die Ultimate Edition in Arkham unterkommen, was jetzt entweder Auswirkungen auf Suicide Squad hat, also so, dass wir Lex Luthor nochmal in Wie heißt in Suicide Squad. 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 Ins Quad sehen werden. Ja, Oder eben vielleicht. in Batman wie Superman, dann wie auch, ach Mann, in Justice League. Naja, vielleicht wird er auch von den Parademonen quasi entführt oder halt benutzt, weil theoretisch wissen sie ja noch über ihn irgendwie Bescheid, weil irgendwie muss das ja ganz zusammenhängen. Und vielleicht brauchen sie ja brauchen sie ihn ja für irgendwie diese Research-Geschichte.
er hat ja selber gesagt, er hat das Klingeln ins Weltall geschickt. Ja. Und vielleicht braucht es Klingeln, will das Klingeln mit ihm zusammenarbeiten, sofern sie Nutzen für ihn haben. Und er hat ja einfach nur Mittel, selbst ja, die halt andere nicht haben, auch wenn er im Knast sitzt. Jack Kirbys New Gods haben auf jeden Fall den Justice League-Film sehr beeinflusst, laut Zack Snyder. Das ist noch so eine Info. Jetzt fällt mir so langsam nichts mehr ein. Über das meiste haben wir, glaube ich, gesprochen. Wie findest oder hast du noch irgendwas, was du. Ja, also ich meine, die Frage ist erstmal, warum denn so ein Set-Visit, ja? Das ist genau, was ich dich gerade fragen wollte. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Wie findest du, dass Blogger eingeladen werden? Wie findest du generell, dass findest du, dass heutzutage um Filme zu viel Hokuspokus gemacht wird, das versucht so viel wie möglich zurückzuhalten, um dann vielleicht auch den Kunden zu verarschen? Findest du das gut? Findest du es nicht gut? Findest du eher. Das ist echt schwierig. Also die Zeiten müssen sich einfach geändert haben. Ja. Also ich glaube mal, noch vor ein paar Jahren, vor 10, 20 Jahren, hätte das Internet und seine Reaktion jetzt nicht so einen Einfluss auf diese Filme gehabt, wie es jetzt anscheinend der Fall ist. Ich denke sowieso, dass diese Trilogie, ich sage jetzt mal Trilogie, weil ich davon ausgehe, dass Zack Snyder nach Justice League keinen weiteren DC-Film drehen wird. So die reaktionärste Filmreihe aller Zeiten ist. Man of Steel hatte so seine Probleme aufgrund dieses Chaos am Ende im Finale. Die Zuschauer regen sich auf. Okay, es wird thematisiert in Batman wie Superman. Ja, Batman wie Superman, ja, gefällt den Leuten nicht so ganz, weil es irgendwie nicht lustig genug ist und so weiter und es nicht so viel Spaß macht, sagen wir es mal lieber so, nicht entertaining genug ist. Und jetzt wird die Justice League praktisch entertaining gemacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich finde eigentlich, ein Studio sollte seine Vision durchziehen und ja, wenn es das Publikum nicht fressen will, dann frisst es halt eben nicht. So sind halt dann teilweise eben auch Klassiker entstanden. Aber man hechelt halt so ein bisschen den Profit hinterher. Was heißt ein bisschen? Ja? Wir reden hier von einer Aktiengesellschaft letztendlich, die darauf angewiesen ist, Hits zu haben und dann. Ja, hört man anscheinend jetzt stärker auf die Fans und ich weiß es nicht. Auf mich hört man ja da in dem Moment nicht. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der lautstarke Fan, der sagt, hier, bringt mehr Humor mit rein, macht den Film leichter, macht den Entertainiger. Ich fand ja Batman wie Superman okay. Ich fand ihn ja nicht wirklich schlecht und ich finde es auch toll, dass sich DC bislang von Marvel gut abgrenzen konnte in der Wahl dieses Tones. Der Batman wie Superman hat meiner Meinung nach andere Probleme gehabt als was Humor angeht oder Leichtigkeit oder dass man Spaß an dem Film hatte, das lag mehr in den Figuren, wie diese dargestellt wurden und auseinandergenommen wurden und Ich finde es recht interessant, weil du gerade gesagt hast, dass eine Vision von dem Studio umgesetzt werden soll. Und die Vision, die ein Studio haben will, ist, wäre jetzt Batman wie Superman erfolgreich gewesen, hätte sich gar nichts geändert. Das Ding ist, warum Batman wie Superman, glaube ich, das große Problem auch an den Kritikern hatte, ist meiner Ansicht nach auch, dass der halt zusammengekürzt worden musste von Leuten, die betriebsblind waren und einfach Sachen, Zusammenhänge kapiert haben, die der Kinogänger nicht kapiert hat und nicht gesehen hat. Und deshalb hat zwar das Studio seine Vision durchsetzen können, aber nicht der Filmemacher. Und ich glaube, das war das große Problem, was Batman wie Superman hatte. Und ich glaube, wäre das anders gewesen, hätte man vielleicht einen längeren Film gemacht oder hätte man vielleicht mehr oder auch weniger. Ich meine, was du meintest mal, dass Zack Snyder sich im Nachhinein gern Sachen so zurechtbiegt, ohne sich große Gedanken zu machen, die im Film einfach so waren und dann halt auch Argumente bringt, die nicht die schlauesten sind. genau, um da vielleicht kurz drauf einzugehen, das war, weil es ja mal hieß von Zack Snyder, er findet es eigentlich nicht so toll, wenn sich kostümierte Helden unterhalten. Ja, deswegen gibt es da keine großen Dialoge oder deswegen unterhält sich Batman und Superman in Batman wie Superman eigentlich nicht, weil er dann nach 5 Minuten merkt, okay, das wirkt irgendwie merkwürdig. Jetzt haben wir hier Szenen eben mit Superhelden, die anscheinend nicht merkwürdig wirken. Und wie wir schon aus Watchmen wissen, haben wir da auch kostümierte Helden, die auch mal längere Dialoge miteinander führen. Und deswegen bin ich so der Meinung, dass sich oft Zack Snyder, wenn er auf irgendwas angesprochen wird, wo er vielleicht jetzt nicht dran gedacht hat, sich dann irgendwie was zurechtbiegt. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, dass zu das Konzept von dem Film schon gepasst hat eigentlich und dass es auch uns besser gefallen hat, uns Fans und uns Batman-Fans, aber dass da halt einfach ganz viele Sachen einfach kurzfristig geändert wurden von Leuten, die halt einfach nicht
sich nicht davon diese Betriebsblindheit irgendwie abschalten konnten. Das könnte ein Punkt sein. Ich glaube aber auch, dass Zack Snyder tatsächlich ein paar Probleme mit einigen Figuren hat. Also wie wir schon mal drüber gesprochen haben, dass er mit Superman nicht so wirklich viel anfangen kann oder ihn zumindest so darstellt, als wäre es ein zweiter Batman. Das kommt mir noch schwer dazu, aber oder erschwerend. Aber generell finde ich halt dann schon den Move oder quasi dann diese Courage, möchte ich es mal nennen, von Warner Brothers, Fans hinzuschicken und dann hier, guck mal, ihr habt jetzt 30 Tage an was gearbeitet, plus 6 Monate Pre-Production. Wie findet ihr das so? Und ich glaube, hätten jetzt gesagt, das ist der gleiche Scheiß, den wir schon mal gesehen haben. Natürlich kannst du es jetzt auch stellen. Natürlich kannst du jetzt im Prinzip genau den gleichen Film rausbringen und den halt irgendwas vorspielen. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube, das werden schon so Sachen sein, die auch später im fertigen Film so passieren werden. Ich denke, man wird beide Szenen so sehen. Und ich glaube auch, dass die positive Resonanz, die jetzt Warner gekriegt hat, war im Prinzip für die eine billige Studie, was man an dem Film hat, was man verändern muss zum Vorgängerfilm. So ein bisschen. Man kann ja trotzdem diesen Snyder-Look beibehalten, aber trotzdem gucken, dass man halt Sachen mehr auf die Fans eingeht. Und das finde ich eigentlich schon interessant, was sie da gemacht haben. Und ist vielleicht auch der Weg, den mehrere Franchise heutzutage machen sollten. Wie war denn deine Erwartungshaltung jetzt Richtung Justice League? Hast du dich jetzt auf den Film gefreut oder war der irgendwie so, ja, mal gucken, wann er kommt? Gab es da überhaupt eine Art von Vorfreude oder nicht nur jetzt auf dich gemünzt? Ich meine, wir werden uns den Film angucken, auf alle Fälle, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung, ist da eine Vorfreude auf die Justice League zu spüren oder denkst du, dass Batman wie Superman da recht viel kaputt gemacht hat? Ist schwer zu sagen, weil es halt auch noch nichts, also wenn du jetzt mal nicht Comicbook-Movie auf Facebook abonniert hast, was in Deutschland und auch gerade meinem Umkreis nicht so viel, es haben schon welche, aber nicht so viele, ist es schon schwierig, auch erstmal einen Gesprächspartner zu finden, der Bock hat auf einen Justice League-Film, weil 90% der Leute reden jetzt erstmal über Suicide Squad so. Auch über Wonder Woman redet in meinem näheren Umfeld erstmal niemand. Auch ich selber mache mir null Gedanken über Wonder Woman. Für mich ist jetzt gerade erstmal Suicide Squad im näheren Fokus. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das jetzt so viel. Ich glaube auch natürlich finde ich es interessant, dass die Blogger das öffentlich zeigen durften, was passiert ist. Aber sie durften zum Beispiel keine Fotos machen. Das heißt dann schon wieder gut, also sie wollten halt so ein bisschen, ihr seid was Besonderes, jetzt schreibt doch mal über uns und lasst euch so ein bisschen hypen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt positiv oder negativ in die, in das Einspielergebnis, sondern die Werbung für Justice League irgendwie mit rein mündet, weil es einfach noch 2 Jahre hin ist, bis der Film rauskommt oder anderthalb. Anderthalb Jahre, ja. Weißt du, was ich meine? Also das Ich, ist. ja, verstehe ich. Und die Frage ist halt eben auch, wird jetzt so ein Setbesuch irgendwas an der öffentlichen Meinung ändern? Weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt gerade so tief in diesem Superhelden-Zeugs drin ist, der sich die News durchliest und sowas, manche Leute erfahren erst, was weiß ich, 3 Wochen vorher, dass ein Film überhaupt im Kino startet, ob das jetzt tatsächlich auch irgendwas bewegt. Ich glaube eher, dass es für Warner was war als für die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird reagieren, wenn der erste Trailer rauskommt. Die breite Masse, so die Leute, die unter Batman-News.de kommentieren, das sind die oder unter Comicbook-Movie kommentieren die meisten Leute. Klar werden die sich auch mit auseinandersetzen, was diese ganze Berichterstattung vor, aber ich glaube, das ist dann relativ schnell wieder egal, weil ich glaube, viel mehr Leute haben sich das jetzt gerade erschienene Suicide Squad Video angeguckt, dieses Musikvideo, als jetzt diese wirklich langen und ausschweifenden Blogartikel durchzulesen. Das siehst du auch an den Kommentaren, das sind nicht so viele unter den Blog-Einträgen, wenn du auf die Seite gehst. Ja, selbst auf batmannews.de ist es jetzt auch nicht wirklich so, dass dann da ein Wust an Kommentaren dann drunter stand, sondern es hält sich tatsächlich auch in Grenzen, ja. Gerade, und es ist ein großer Blogger, ein amerikanischer, dieser, wie heißt der, der dieses Haters Tour und Justice League, wie heißt Ja, ich? dieses Birth of a David League Das. Ferracci, genau. Und selbst der, und der ist relativ bekannt, so wie ich das rausgelesen habe, hat nur 1000 Kommentare unter der ganzen Geschichte auf seiner Seite. Was ist echt nicht so viel. Deshalb glaube ich wirklich, dass da wirklich schon das sind dann Leute wie wir, die halt wirklich sich viel damit auseinandersetzen. Und selbst ich werde jetzt auch erstmal wieder weiter abwarten und mich jetzt auch erstmal mein Fokus auf Suicide Squad wird gelegt sein. Aber selbst jetzt nach diesen ganzen Berichten und alles, was du jetzt hier jetzt gelesen hast, wie ist denn jetzt so deine Einstellung? Also freust du dich auf Justice League? Bist du gespannt auf das Ganze oder bist du auch immer noch, sagen wir mal, vorsichtig? Ach, ich habe
ich freue mich auf den erstmal auf den Ultimate Cut, auf Suicide Squad und dann freue ich mich auch auf den Film. Na klar, also aber da haben sie locker nichts dran geändert. Also ich bis später das eine Bild vom Batmobil und noch das Logo, über das wir noch nicht gesprochen haben, übrigens, hat mich jetzt da großartig, jetzt mich jetzt da mehr positiv oder negativ gestimmt. Was mich positiv gestimmt hat, ist, dass die Leute, die schärfsten Kritiker, was sie übrigens auch machen sollten, um in Zukunft eingeladen zu werden, dass die halt trotzdem irgendwie dann gesagt haben, die finden es jetzt auf einmal geil. Wobei man da auch sagen muss, dass Amerikaner dazu neigen, auch sich von so einem Hype mitreißen zu lassen. Ich glaube, selbst derjenige, der den Film am beschissensten vor dem Herrn findet, wenn du in so einer großen Halle bist und dir sowas gezeigt wird und du dann wirklich so einer von, wie viele Leute wurden da eingeladen, Ich weiß man weiß nicht, das? wie viele es waren. Aber wenn du dann einer von 10, sagen wir mal, einer von 15 Leuten bist, der dann dort ist und das miterleben darf, dann kannst du doch nicht, ich glaube nicht, dass in irgendeiner total geflasht von riesigen Hallen, du darfst die Figuren, du darfst mit Ben Affleck als Batman reden. Ich glaube nicht, dass dann jemand nach Hause geht und sagt, was für ein Scheißfilm. Natürlich wirst du dann reingehen und denk erstmal voller Adrenalin sein. Ich meine, Ja, ich glaube, es war auch Devin Faraci, der auch gemeint hat, er war damals an einem Set von Green Lantern und fand das alles Wahnsinn und hat dann mit Geoff Johns auch gesprochen, der damals ja auch schon ausführender Produzent bei dem Film war und hat dann eben auch die ganzen Zeichnungen und Artworks und Konzepte gesehen und so und hat sich dann gedacht, wow, sie machen alles richtig, das wird ein geiler Film. Ja, und wir wissen ja, wie Green Lantern dann letztendlich in der Allgemeinheit ankam. Und das kann hier halt immer noch passieren. Das haben die meisten auch gesagt. Sie haben gesagt, sie sind vorsichtig optimistisch, was die Justice League angeht. ja, aber es muss mir allgemein bei so Filmen sein. Also ich fand jetzt auch so wenn ich mir die letzten Comic-Verfilmungen, egal wo die herkommen, angucken, die waren alle nicht so der Reißer. Also die haben alle gravierende Fehler gehabt, die sind weder besser noch schlechter als Batman wie Superman gemacht haben, meiner Ansicht nach. Und ich müsste jetzt echt drüber nachdenken, welcher der letzte Superheldenfilm sei, wo mich wirklich umgehauen hat. Und ich würde wahrscheinlich sogar sagen, es wäre Avengers, so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil das wirklich was war, was man da noch nicht gesehen hat. Und nicht, weil der Film jetzt so toll war, sondern weil es wirklich so was Einzigartiges war, was davor vielleicht der Dark Knight geschafft hat. Ja, schauen wir mal. Also jetzt liegt es dran, wie sich Suicide Squad schlägt. Es wird auch daran liegen, wie Wonder Woman funktioniert. Auch noch so, es sind noch so ungreifbare Sachen. Also bei Suicide Squad wissen wir ja in 2 Monaten, wie es läuft. Wonder Woman, ich denke mal, wir werden jetzt bei der San Diego Comic-Con da jetzt mal Sachen präsentiert bekommen. Und dann muss das alles so Hand in Hand greifen und dann eben zur Justice League führen. Und dann hoffe ich, dass der Film so erfolgreich ist, dass es sich ja für Warner Bros. Jetzt eben ausgezahlt hat, eben diese Anstrengungen zu unternehmen, sagen wir mal, hier diese Schadensbegrenzung eben vorzunehmen. Wobei ich mal davon ausgehe, dass Batman wie Superman schon so viel verbrannte Erde hinterlassen hat, dass man jetzt nicht mit irgendwelchen Rekordeinspielergebnissen bei Justice League rechnen sollte. Ehrlich gesagt, denke ich, es kommt davon ab, wie Suicide Squad wird. Weil ich glaube, wenn da als Batman nochmal cool dargestellt wird, dann werden die Leute auf jeden Fall auch Bock haben, den nochmal zu sehen, so. Und ich glaube, das wird dann auch wieder viel wieder gut machen. Wenn jetzt gesagt wird, dass der neue, hier, der Suicide Squad Film, wenn der jetzt auf einmal ein richtiger Erfolg wird und einschlägt, weil alle geil finden, dann wird es, glaube ich, mehr gut machen, als Batman wie Superman kaputt gemacht hat. Ich bin mal immer noch nicht davon überzeugt, dass Wonder Woman als dritter Film die beste Wahl war, aber weil ich ja doch mit Wonder Woman nicht so viel anfangen kann, ganz einfach. Kannst du was mit dem Justice League Logo anfangen? Darüber wollten wir noch sprechen. Och ja, es sieht ein bisschen aus wie aus einer Cartoon-Serie, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Wird ein bisschen verspielter, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, also es ist nicht so der klassische Man of Steel oder Batman wie Superman Schriftzug, ne? Es ist ein eigenes Logo, eine eigene Logotypik, eine Wortbildmarke beziehungsweise eine Wortmarke. Ich finde es auch okay. Es erinnert an die Justice League, obwohl es sich nicht wirklich an einem Schriftbild der Justice League anlehnt, aber es wirkt vertraut. Ja, auch gerade mit dem Stern, das haben ja fast alle Justice League Logos, haben wir ja irgendwie so Sterne mit dran, drunter, drüber, wo auch immer. Und da kann man ja viel draus machen eigentlich. Also das gefällt mir schon ganz gut. Ich bin eher mein Freund von großgeschriebenen Buchstaben in so Filmtiteln. Wir schon drüber gesprochen, dass Justice League wahrscheinlich für sich selber stehen wird. Also wurde ja ursprünglich angekündigt als Justice League Part 1, Justice League Part 2. Jetzt ist es nur noch Justice League und ich denke, dass so in den Artikeln immer rauszulesen war, dass der Film für sich selber stehen wird, was jetzt nicht zwangsweise eine Fortsetzung nach sich ziehen muss. Naja, das ist das,
weiß nicht, da bin ich, sowas finde ich Blödsinn. Ich weiß nicht, warum das immer so groß angepriesen wird, dass sie für sich stehen, weil die meisten Leute, also gerade ich, wenn du Bock hast auf Comicbuchfilme, dann guckst du dir eh die meisten an und dann wirst du auch dir den angucken. Und dann zu sagen, dass sie nicht aufeinander aufbauen, ist einfach Blödsinn, weil das haben sie auch bei Batman wie Superman gemacht. Klar musst du Batman wie Superman nicht gesehen haben, Man of Steel nicht gesehen haben, Batman wie Superman zu verstehen, aber es ist einfach dann ein schlechterer Film so. Und es ist halt, weil die halt aufeinander aufbauen. Und wenn jetzt hier, wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie sich in seinem Leben mit Comics auseinandergesetzt hat, noch nie mit Comic-Verfilmungen auseinandergesetzt hat, sondern nur Comics gelesen hat, und der hört dann, okay, es kommt ein Justice League-Film aus, hat davor nichts gesehen, der fragt sich die ganze Zeit, wo kommt auf einmal Superman her? Oder wo ist Superman? Oder warum ist Batman jetzt auf einmal da und versucht die Leute zu rekrutieren? Oder keine Ahnung was? Oder was ist Strikers Island? Wer ist Doomsday? Also, weißt du, was ich meine? Also, ich meine, das ist ja bei Avengers auch so. Du kannst heute den dritten Captain America, auch wenn es dir jeder erzählt, kannst du nicht angucken, ohne den ersten und zweiten, und zumindest den zweiten gesehen zu haben. Und den letzten Avengers. Was ja aber auch der Sinn ist von dem Cinematic Universe, dass die Sachen aufeinander aufbauen und dass es Verweise aufeinander gibt und dass Figuren crossmedial, nicht crossmedial, aber cross auftreten. Ja. Gut, also ich glaube, wir haben so grob alle Punkte eigentlich besprochen, die jetzt da rauskamen die letzten Tage an Infos. Und mir fällt jetzt zumindest gerade nichts ein, worüber man jetzt noch genauer sprechen könnte. Ich glaube, das Thema Zack Snyder und wie die Produktion jetzt oder wie es hinter den Kulissen gerade eben läuft. Ich glaube, wäre sogar ein eigenes Thema wert. Aber jetzt gehen wir einfach erstmal davon aus, was jetzt hier präsentiert wurde, was gesagt wurde, was gezeigt wurde, was ja, transkriptet wurde an uns. Und ich bin immer noch stinkesauer, dass ich nicht eingeladen wurde ans Dass Set. wir nicht eingeladen wurden. Dass ich nicht eingeladen wurde ans Dass Set. ich nicht eingeladen wurde. Ja. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Ultimate Cut. Der ist ja auch nur noch eine Woche entfernt. Wann kommt er? Oh Gott, kommt der morgen? Übermorgen? Donnerstag? Oh mein Morgen Gott. kommt er morgen. Das könnte gut sein, zumindest in den USA, iTunes. 23. Das könnte gut sein. Gut, dann müssen wir jetzt aufhören, Rico. Verdammt. Gut, dann Tschüss. tschüss, Rico. Ciao, mach's gut. Ich wünsche dir was. Ich find's gut übrigens, dass Henning und Patrick nicht dabei waren. War mal, ja. Jetzt, wo Rico weg ist, kann ich es ja sagen. In den USA erscheint Batman wie Superman erst am 28. Juni als digitaler Download. Naja. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.